Mein letzter Aquarienrundgang ist ja gefühlt schon eine Ewigkeit her, deswegen machen wir heute mal einen neuen Aquarienrundgang und schauen uns an, was überhaupt noch davon steht und wie sich die einzelnen Becken auch jeweils entwickelt haben. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, Aquarienrundgang ist ein gutes Stichwort, denn der letzte Aquarienrundgang, den ich hier auf dem Kanal gemacht habe, der ist so eine Ewigkeit her. Deswegen habe ich gedacht, da hat sich so viel getan, machen wir das einfach mal. Denn gerade auch in meinem Podcast, by the way, wenn du den noch nicht kennst, Aquaaffin, findest du unten in der Videobeschreibung alle Links zu den verschiedenen Plattformen, wo der verfügbar ist. Da gehe ich auch immer so drauf ein, okay, was passiert mit dem Mini-M-Becken, beziehungsweise was hier mit dem Alpen 60P oder andere Projekte. Da gebe ich immer so ein kleines Update und ihr seht ja eigentlich immer nur mich bzw. hört mich nur. Deswegen habe ich gedacht, machen wir jetzt auf jeden Fall mal einfach so einen Rundgang und schauen uns an, wie die Becken eigentlich aussehen, was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist vielleicht auch. Und ja, genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Alpen 60P hier hinter mir. Das ganze Becken habe ich ja so ungefähr vor 2 Monaten eingerichtet, wenn das Video jetzt hier rauskommt. Und ja, es soll eigentlich, also der ein oder andere wird vielleicht das Einrichtungsvideo gesehen haben. Das heißt, ich habe das ja auch natürlich alles gefilmt und die Idee war eigentlich, das Ganze wie so ein Berglayout aufzuziehen. Das heißt, man steht so ein bisschen am Fuße eines Berges und schaut quasi in die Landschaft rein. Und das habe ich dann halt auch versucht mit diesem Weg, so ein bisschen mit einem Sandweg dann halt auch zu symbolisieren, dass halt einfach so ein bisschen Perspektive auch mit da reinkommt. Und ja, ich sag mal, nicht alles, was glänzt, muss Gold sein. Ja, ne, es ist... Vieles passiert hier in dem Becken in den letzten 2 Monaten, wo ich sage, okay, ihr seht ja immer nur die schöne Version des Beckens, aber wenn man dann wirklich mal sieht, okay, welche Algenphasen oder welche Algen gibt es denn jetzt gerade in dem Becken, ist das natürlich auch ganz spannend. Und wir fangen einfach mal an. Das Becken hatte ich eingerichtet vor 2 Monaten, wie gesagt, und da war eigentlich auch soweit alles gut. Und habe dann vor, ja gut, 2 Wochen oder sowas, 3 Wochen vielleicht die, ja sagen wir mal 2 Wochen eher die Augenfleck-Bärblinge bei mir hier eingesetzt. Ich habe erstmal mit 15 angefangen, aber ich denke, ich werde die Gruppe nochmal so ein bisschen aufstocken. Man muss auch dabei leider sagen, 2 haben es nicht geschafft, denn man sieht ja, also ihr seht es vielleicht nicht, aber hier oben ist jetzt wieder eine Glasscheibe drauf. Und ich habe schon das ein oder andere Video gemacht, dass ich Probleme mit springenden Fischen hatte. Und ja, 2 von denen haben leider auch den Weg quasi nach außen gesucht und sind dann ja leider auf dem Fußboden dann gelandet. Und ja, das merkt man natürlich dann nicht, deswegen sind die beiden leider jetzt im Fischhimmel. Nichtsdestotrotz, also ich habe hier diese alte Abdeckscheibe drauf und werde die auch nochmal modifizieren müssen, weil halt einfach ja, die Augenfleckbärblinge wirklich hier durch die kleinsten Lücken durchkommen und das kann natürlich nicht sein, deswegen werde ich das in der Zukunft auch nochmal anpacken. Aber was vielleicht noch sehr interessant ist, was ihr jetzt nicht so gut sehen könnt, ich werde euch mal ein paar Nahaufnahmen dann auch nochmal einblenden. Das Ganze sieht momentan nicht mehr so schön aus wie quasi kurz nach der Einrichtung, denn die Einlaufphase ist ja jetzt vorbei. Und dann schließen sich, ja, ich sag mal nicht in der Regel, aber doch häufig auch verschiedene Algenphasen ja, am Becken oder an der Einlaufphase dann auch an. Und ich habe jetzt hier über eine Fadenalgenphase bin ich jetzt so ein bisschen in die Rotalgenphase übergegangen. Das heißt, ich hatte am Anfang wirklich massive Fadenalgen auch in dem Becken. Und ich werde euch das mal einblenden. Ich habe das fotografiert bzw. ein Video von gemacht. Das sah mega krass aus, wie die Fäden einfach da so hoch hingen. Und jetzt momentan habe ich eher so die Rotalgenphase drin, also ein paar Bartalgen. Ich hatte am Anfang wirklich Probleme. Als ich diese Bartalgen gesehen habe, konnte ich das nicht wirklich unterscheiden. Ist es jetzt vielleicht eine Cladophora-Alge oder ist es halt eher eine Bartalge? Und habe jetzt aber gemerkt, okay, es wird eine Rotalge, also eine Bartalge sein. Aber man sieht halt auch nicht nur, weil halt das Becken jetzt bei mir hier dann steht, muss es halt nicht algenfrei sein. Ja, das heißt, wenn du jetzt dein Becken gerade neu eingerichtet hast und eine Algenphase in deinem Becken hast, das ist völlig normal. Das kann halt gerade auch vor allem in der Einfahrphase passieren, dass halt sich einfach alles auch einstellen muss und das dauert halt auch seine gewisse Zeit. Wichtig ist dabei, dass man halt die Ursache dann sucht und die Ursache habe ich bei mir halt auch in einem, ja ich sag jetzt einfach mal, Ungleichgewicht der Nährstoffe rausgefunden. Das heißt, ich habe am Anfang überhaupt nicht gedüngt, sondern einfach nur so ein bisschen CO2 mit reingebracht und habe mir jetzt auch dann, da gucken wir gleich nochmal in den Unterschrank des Grauens rein, ja,
habe ich mir dann auch eine Dosieranlage gekauft, die dann jetzt halt den Dünger automatisiert auch mit einbringt, sodass halt jetzt hier einigermaßen von den Nährstoffen her das im Gleichgewicht sein sollte. Ich würde sagen, wir werfen noch mal einen Blick hier in den Unterschrank, denn das habe ich auch in einem Podcast auch schon erwähnt, dass ich mir hier diesen Bester-Schrank quasi ablösen, dass ich diesen ablösen möchte, weil er halt einfach nicht mehr meinen Ansprüchen genügt, auch an der Ansprüchen der Stabilität. Deswegen gucken wir mal in diesen Unterschrank des Grauens rein. Wenn wir hier so reingucken, ja, es sieht nicht mehr ganz so gut aus. Ich muss auf jeden Fall da mega mal aufräumen. Ja, ich habe diese ganzen Kisten hier jetzt schon total zugemüllt, beziehungsweise hier unten steht der Dünger und dann hier auch noch jetzt die neue Shiros-Pumpe, die halt auch irgendwie einfach nur dazwischen gehangen ist. Und ich habe mir halt vorgestellt, dass ich mir einen Unterschrank selber baue, einfach aus dem Grund, dass ich da noch ein paar Special Effects so ein bisschen mit einbauen kann, die Stabilität verbessern kann und das Ganze natürlich dann auch trotzdem noch gut aussieht. Von daher könnt ihr da auf jeden Fall gespannt sein. Das wird nämlich ein Video, was dann halt hier in den nächsten Wochen auch auf dem Kanal hochgeladen wird. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über zum Mini-M-Becken. Ja, und dann kommen wir jetzt mal hier zum Mini-M-Becken. Und das ist für mich momentan so eine, ich sag mal, fast mittelgroße Baustelle. Ja, eigentlich, wir haben jetzt Anfang 23, hatte ich gesagt, okay, das ganze Becken soll nochmal neu gestaltet werden. Einfach aus dem Grund, dass ich das Aquarium von dem Layout, was ich vorher mal geplant hatte, vor einem Jahr, wirklich sehr, sehr weit davon entfernt hat und auch nicht mehr aus meiner Sicht wirklich schön aussieht. Und ich möchte natürlich hier auch in diesem Raum Aquarien haben, die für mich dann auch schön aussehen. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir müssen das nochmal komplett neu aufsetzen. Denn eigentlich war das ja so geplant, dass es ein Wurzellayout werden sollte und dann halt ein paar Stängelpflanzen im Hintergrund und hier so einen schönen Bodendecker. So war es ja eigentlich geplant und so sah es die ersten Monate auch aus. Und dann kam halt verschiedene Algenphasen. Ja, da kamen halt Fusselalgen, Pelzalgen, weswegen dann halt die ein oder andere Pflanze weichen musste, weil sie halt so mit, ich sag jetzt einfach mal Algen voll war. Und dann habe ich jetzt vor kurzem, ich sag mal vor gut 2-3 Monaten war das, dann auch einen Außenfilter hier an das Becken geschlossen. Und da muss ich sagen, da kamen direkt aus der Community die Stimmen, okay, wenn du das machst, dann kommen sowieso die Pinselalgen. Und ich habe das total auf die leichte Schulter genommen, habe gesagt, so ja gut, ich kann den Filter ja so ein bisschen drosseln und dann wird das für dieses Becken auch eigentlich ganz gut passen. Aber das muss ich sagen, habe ich total unterschätzt, denn ich hatte jetzt hier die letzten Wochen und Monate eine relativ krasse Pinselalgenpopulation, die hier so im Vorderbereich des Aquariums war, weil halt einfach der Ausströmer wirklich die ganze Zeit das Wasser hier vorne gegen die Scheibe gepustet hat. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp an dich. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise Pinselalgen hast, Pinselalgen setzen sich sehr, sehr gerne in ja stark durchströmten Bereichen des Beckens ab. Das heißt, meistens findet man sie beispielsweise auch an Filterausläufen oder so oder halt beispielsweise wie bei mir hier Stellen, wo halt sehr, sehr viel Strömung ist. Und weil halt einfach das Becken beispielsweise zu sehr gefiltert wird. Ja, wenn du jetzt so einen großen Filter für so ein kleines Becken nimmst, ist das vielleicht dann halt zu krass. Das heißt, hier werde ich wahrscheinlich wieder auf einen kleineren Filter umschwenken. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das wird aber dann bei der Neuaufsetzung dann sicherlich auch der Fall sein. Da werde ich aber auf jeden Fall einen anderen Hang-On-Filter sicherlich mal ausprobieren, weil der Versamax Mini, der hier dran hing, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Also da war das Becken mehr undicht, in Anführungszeichen. Also dass halt sich durch die Kapillarkraft das Wasser drüber gezogen hat, als dass es irgendwie anders war. Von daher wird da definitiv dann ein anderer Filter dran kommen. Aber momentan habe ich noch so das Problem, dass ich noch nicht so krass weiß, ja, welches Layout soll denn hier rein. Eigentlich würde ich gerne vielleicht mal mit Dragonstone arbeiten. Den habe ich ja auch in dem Barbicusa schon verwendet. Finde ich auch einen sehr, sehr tollen Stein. Auf der anderen Seite hatte ich mir gedacht, vielleicht, okay, könnten wir das Ganze so ein bisschen in die Richtung Iwagumi aufziehen. Das heißt, dass man wirklich nur ein paar Steine setzt und den Rest halt mit Bodendeckern voll macht. Das wird auch, glaube ich, den Garnelen, die hier drin sind, noch ziemlich gut gefallen. Am Anfang hatte ich ja Blue Dream Garnelen, also Neocarigina Garnelen drin. Und jetzt sind von dem Blue Dream nicht mehr so viele übrig. Ich hatte damals, glaube ich, 15 Stück reingesetzt, weil ich gedacht habe, okay, die vermehren sich so krass, dass das soweit passen sollte. Aber die Blue Dream haben sich im Gegensatz zu den Red Fire, die halt auch in dem alten Becken waren, beziehungsweise jetzt hier drin sind, überhaupt nicht vermehrt. Die Red Fire Garnelen, die halt vorher in dem 80-Liter-Becken waren, in dem 80-Liter-Becken-Layout, die habe ich jetzt dann halt im Zuge dieser Neugestaltung halt hier in dieses Becken umgezogen und die machen sich wirklich gut. Und von daher werden wir da mal schauen, was ich für diese Garnelen dann ein neues Zuhause
zaubern kann. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was euch denn so vorschweben würde. Was kann man hier in so einem Mini-M-Becken denn für ein schönes Layout umsetzen? Sagt ihr, okay, es soll doch lieber bei einem Wurzel-Layout bleiben oder vielleicht doch eher bei einem Stein-Layout, dass wir vielleicht mit Dragonstone mal arbeiten oder soll es vielleicht in die Richtung Iwagumi-Style gehen? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich werde mir das mal angucken. Vielleicht ist da die ein oder andere Inspirationsquelle dabei. Und ansonsten läuft das Becken hier noch weiter mit CO2, wobei ich sage, naja gut, CO2 ist wahrscheinlich in diesem Becken hier nicht wirklich notwendig. Aber ja gut, ich habe gedacht, damals schaden kann es an der Stelle nicht. Einfach auch um die Erfahrung auch mal mit verschiedenen CO2-Systemen zu machen. Und soweit sieht das Becken gut aus. Was lustig ist, hier sind diese kleinen Bäumchen, die ich in dem Livestream gebastelt habe. Die haben jetzt erstmal hier ihren Platz gefunden. Es gibt auch viele, viele Garnelen, die dann auch sehr, sehr gerne auf dem Moos rumschwimmen und da so ein bisschen abgrasen. Von daher machen sich diese Bäumchen eigentlich hier mega gut in diesem Becken. Aber mal gucken, vielleicht werden sie dann halt bei dem neuen Layout irgendwie noch eine Rolle spielen oder sie kommen halt raus. Muss man an der Stelle mal gucken. Und gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zum Wabikoo. Ja, dann kommen wir noch hier zu dem Wabikusa und das ist eigentlich, wenn man jetzt die Becken so gesehen hat, eigentlich so halb spektakulär nur noch. Aber trotzdem möchte ich das hier so ein bisschen auch mit aufnehmen natürlich. Und ich finde, es auf jeden Fall hat sich einigermaßen gut gemacht. Ja, ich hatte jetzt in den letzten paar Wochen eine kleine Schimmelphase in diesem Wabikusa drin. Das Ganze habe ich dann hier mit so einer Sprühdose, wo ein Zimt-Wasser-Gemisch drin ist, habe ich das dann relativ gut in den Griff bekommen, weil Zimt halt einfach auch pilzhemmend ist. Das heißt, das kann man dann da drauf sprühen und mit der Zeit verschwindet halt dann auch so ein bisschen der Schimmel bzw. wird gehemmt, sich weiter auszubreiten. Was mich mega erstaunt hat, was ich vorher nicht gedacht hätte, wäre das Wachstum der HCC. Denn normalerweise in meinem Aquarium hätte ich das HCC jetzt schon mega oft zurückschneiden müssen. Ich sag mal, das Ganze steht ja wahrscheinlich jetzt so ein halbes Jahr oder sowas vielleicht. Und da hätte ich das so oft zurückschneiden müssen. Hier in diesem Wabikusa, ich habe es noch kein einziges Mal zurückgeschnitten und die HCC-Decke ist wirklich nur minimal. Ja? Also alleine das Wachstum, wie langsam das Wachstum vonstatten geht, ist mega krass. Ich weiß auch nicht warum. Ich hätte nicht gedacht, dass das Emers halt doch so lange dauert, bis HCC dann auch wirklich flächendeckend beispielsweise wächst. Ansonsten, was auch noch mega cool ist, das habe ich wahrscheinlich auch damals schon gezeigt, so ein bisschen ist die Lampe, die da drüber hängt. Die habe ich ja aus dem Desk-Aquarium, was da vorher stand, übernommen. Und da habe ich einfach mir so einen kleinen Pfahl, so eine kleine Halterung selber gebastelt, im 3D-Druck hat er noch ausgedruckt, sodass ich mir halt nicht eine neue spezielle Wabikusa-Lampe kaufen musste oder auch nicht kaufen wollte. Deswegen habe ich dann die Lady, die halt hier drüber ist oder beziehungsweise über dem Desk-Aquarium war, dann auch jetzt dafür weiter benutzt. Und das Wabikusa macht sich auf jeden Fall gut und gerade wenn man halt so den einen oder anderen Tag mal im Homeoffice ist, ist es halt wirklich eine schöne Abwechslung mal in dieses Wabikusa reinzugucken und sich so ein bisschen an dem Layout auch zu erfreuen. Von daher ist es auf jeden Fall eine gute Investition hier auf diesem Schreibtisch gewesen, sodass man halt den Schreibtisch auch so ein bisschen verschönert und ein schönes Objekt dann auch noch mit da drauf stehen hat. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt von diesem Aquarienrundgang und dann würde ich sagen, findest du jetzt hier noch ein weiteres Video, was vielleicht für dich interessant sein könnte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.